Willkommen zurück in Belgien mit der dritten Etappe der Tour de France. Und bevor es losgeht, schauen wir noch einmal auf gestern. Gestern gab es das Teamzeitfahren mit dem grandiosen Tageserfolg für das Team Jumbo Visma. Mike Tönnissen konnte sein gelbes Trikot verteidigen. Und heute geht es für die siegreiche Mannschaft natürlich wieder hochmotiviert an den Start. Es geht aus Belgien von Binche nach Epernay in der Champagne und das Ganze über 215 Kilometer, die zweitlängste Etappe dieser Tour de France, und es geht den ganzen Tag in Richtung Süden, da wird der Wind also vornehmlich aus ein und der gleichen Richtung kommen, aber das Etappenprofil, das ist interessant. Am Ende gibt es gleich vier schwierige, knackige Bergwertungen, die den reinen Sprintern definitiv zum Verhängnis werden sollten. Eddy Merckx gab den provisorischen Startschuss, er schwenkte die Flagge und wenig später war es dann Christian Prudhomme, der Tourdirektor höchstpersönlich, der die Jungs auf die Reise schickte. Und auch heute gab es wieder Vollgas von der ersten Minute. Was willst du hier auch lange warten? Es ist ja immerhin die Tour de France und fünf Mann schafften dann den Sprung in die Gruppe des Tages. Für das Team Cofidis mit dabei Stefan Rosetto, für Lotto Soudal Tim Wellens der Belgier, dann Paul Ursulin für Total Direct Energy, dann haben wir noch Joan Ofredo für die Vanti Group Gobert und Anthony Delaplace für das Team Arkea Samsic. Also vier Franzosen, ein Belgier. Und hinten, da hatte erst einmal Tony Martin ganz vorne zu sehen, hier im schwarz-gelben Trikot von Jumbo Visma, seine Tagesaufgabe, nämlich die Jungs ein bisschen in Schach zu halten. Wir sehen es hier, über 6 Minuten der Vorsprung. Ursulin holt sich dann den ersten Zwischensprint und hinten aus dem Feld ist es Elia Viviani, der Italiener, der noch die restlichen Punkte für die verbleibenden Fahrer einsagt. Ja, und wir haben es auch gerade schon gesehen, das Team Astana auch sehr aktiv in der Nachführarbeit und man wollte vor allem ihn hier, Jakob Fuglsang, aus dem größten Stress heraushalten. Er lässt sich hier nochmal ein bisschen verbinden, war ja auf der ersten Etappe gestürzt und lässt jetzt hier seinen Ellenbogen nochmal auf Vordermann bringen. Der Vorsprung, der Ausreißer schmolz und Tim Wellens, der Belgier, ließ die vier Franzosen etwas schwierig aus der Wäsche gucken, denn er setzte sich ab an der Côte de Nanteuil-la-Forêt und fuhr über die erste Bergwertung als Solist, konnte dann seinen Vorsprung auch weiter ausbauen und hatte bald fast 2 Minuten Vorsprung auf das Feld. Die vier Franzosen wurden eingeholt oder zumindest waren sie hier kurz davor und damit hieß es dann Tim Wellens gegen den Rest der Welt und auch an der nächsten Bergwertung, da lag Tim Wellens noch an der Spitze und sammelte fleißig weitere Punkte für das Bergtrikot. Es war dann die Côte de Champignon, also die vorletzte Bergwertung, als das Team von Bora Hansgrohe dafür sorgte, dass hinten einige Fahrer Probleme bekamen. Tim Wellens lag aber immer noch vorne und holte sich hier die Punkte und damit lag er dann auch an der Spitze der vorläufigen Bergwertung. Also das Bergtrikot, das sollte heute zu ihm gehen. Das Feld dünnte sich aus und auch das gelbe Trikot war schon abgehangen. Aber dann an der letzten Bergwertung, da war es dann kein geringerer als der Sieger von Mailand-Sanremo, Julian Alaphilippe. Die Franzosen schlagen also zurück, wollen sich natürlich hier in ihrem Heimatland nicht den Sieg von den Belgiern von der Schippe nehmen lassen. Wellens oben an der Bergwertung noch mit einem Defekt. Das war natürlich super bitter für ihn nach diesem Parfumsritt, den er hier hingelegt hatte. Aber der neue Mann der Stunde, das war Julian Alaphilippe und er lag an der Spitze. Abgelaufen dagegen die Zeit von diesem Mann hier, Mike Tönnissen, der Mann in Gelb, der Mann im Maillot Jaune. Er fährt hinterher und er weiß, das Trikot ist ja heute los. Ganz im Gegenteil zu ihm hier. Julian Alaphilippe lässt hier bergunter richtig krachen. Er kennt natürlich diese Wege, hat sich das vorher ganz genau angeschaut und gibt hier wirklich alles, geht volles Risiko und fährt dem Ziel an der 10-Kilometer-Marke mit knapp 680 Metern Vorsprung entgegen. Es gab noch eine kleine Verfolgergruppe, das haben wir gesehen, unter anderem mit Max Schachmann, aber diese Gruppe wurde wieder gestellt und so war es dann das ausgedünnte Feld, was die Verfolgung rund 5 Kilometer vor dem Ziel aufnahm. Wir sehen hier noch mit dabei Peter Sagan und auch Michael Matthews waren auch in dieser Gruppe mit dabei, aber vorne, da fuhr ein Mann am Limit. Da fuhr ein Mann mit dem absoluten Kreuzblick. Er hatte den Sieg vor Augen und er wollte sich das natürlich nicht mehr nehmen lassen, auch wenn hier Michael Kwiatkowski, der Pole, der auch schon Weltmeister war, nochmal die Verfolgung in die eigenen Hände nahm. Also, der Sieger des Bergtrikots vom letzten Jahr, Julian Alaphilippe, auf den letzten Metern und wir sehen es, auch wenn es steil ist, da kommt keiner mehr von hinten. Er holt sich diesen Tagessieg und hat auch einen ordentlichen Vorsprung, den er mitnimmt. Hinten dann der Sprint der Verfolger und da wird sich Michael Matthews wirklich sehr, sehr ärgern. Er war ja einer der großen Favoriten für heute, aber er wird heute zwar besser aus dem Feld, aber es ist halt leider nur der zweite Etappenplatz für ihn. Der Rückstand von dem Feld auf den Tagessieger, das waren 26 Sekunden und damit gibt es also ordentlich Vorsprung für ihn hier, für Julian Alaphilippe und er wird auch der neue Mann
im gelben Trikot sein. Jetzt sehen wir es erst nochmal bestätigt. Matthews wird Zweiter, dann Jesper Stuyven, Greg van Avermaet auf der 4, Peter Sagan wird Fünfter, Matteo Trentin auf Platz 6 und Tony Colbrelli wird Siebter. Hier sehen wir nochmal Mike Tönnissen, der sich bedankt bei seinen Kollegen der letzten Meter. Sie haben ihn nochmal begleitet auf dem Weg zum Ziel. Aber für ihn ist es das gewesen. 30 Jahre nachdem der letzte Niederländer das gelbe Trikot hatte, gibt er es auch gerne wieder ab. Und Julian Alaphilippe ist der neue Mann im Maillot Jaune. Jetzt mit 20 Sekunden vor Wout van Aert, vor der Cross-Sensation aus Belgien. Morgen dann geht's sportlich weiter. Es geht nach Nancy. Die drittlängste Etappe dieser Tour über 213,5 Kilometer lässt vielleicht die Sprinter wieder etwas hoppen, aber im Finale, da wird es auch wieder wellig. Vielleicht gibt's eine kleine Wiederholung von heute. Das Ganze werden wir erleben. Es bleibt auf jeden Fall spannend und ihr wisst ja, wie es ist. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Morgen geht's weiter. Bis dann. Adieu.